Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elsword. Und ich mach mal die Musik an nebenbei. Und ja, willkommen zu einer weiteren schönen Folge. Wie der Tim und ich eigentlich mehr oder weniger vorausgesagt haben, wie wir es eigentlich schon erwartet haben, ist das Revamp zu Elysis und Arabites erschienen. Und ja, dazu hat sich einiges geändert. Wie ihr seht, habe ich auch einige neue Skills bei der Elysis, die ich jetzt davor nicht hatte. Um es nur mal ganz kurz zusammenzufassen, was denn so alles dabei war, abgesehen von dem Kostüm. Das Kostüm können wir ja gleich dazu nehmen. Das Kostüm ist eine, ja, eine Neuinterpretation von Elysis Standardklamotten. Sieht recht schön aus, sieht recht fein aus, hat auch wie alle anderen auch seine Bonus-Stats hier mit XP Plus und so weiter. Die restlichen Teile zeige ich jetzt nicht unbedingt, die könnt ihr jederzeit ja nachgucken. Ansonsten gab es jetzt von den Skills nicht viele neue. Natürlich gab es jetzt wieder Attribute auf den verschiedenen Skills. Wie jetzt auch zum Beispiel Wildschock. Hat jetzt auch zwei nette Attributeffekte bekommen, von denen man wählen kann. Feuergeschwert hat sich extremst geändert für meine Verhältnisse. Also ich habe komplett alles im Kopf. Allerdings funktioniert jetzt feuriges Schwert im Prinzip wie ein viel cleaner. Wird es aktiviert wie, also es gibt zwei Aktivierungsmöglichkeiten, entweder in der Luft oder auf dem Boden. Aber der Effekt ist im Prinzip der gleiche und man macht damit halt einen Flächenbrandschaden. Und ja, das zeige ich euch dann alles. Ansonsten, die alten Skills sind geblieben, Ehrgeiz ist nach wie vor da. Dann gibt es jetzt Inkarnation des Feuers, das benutze ich da gerade? Nee, das benutze ich nicht. Nee, Inkarnation des Feuers ist gerade neu, richtig. Da kriegt man eine Flammenaura, macht Flammschaden in der Nähe der Gegner und allgemein relativ lustiger Skill. So, ich guck schon mal, dass wir mal währenddessen ein Dungeon wählen, dann müssen wir nicht so lange warten. Ansonsten, Feuerwerk ist geblieben, Höllenklinge, ewiges Feuer, nichts Unbekanntes soweit. Was für mich neu ist, vielleicht war es auch damals schon so, aber ich glaube, es gab es noch gar nicht, nämlich Flammentanz. Es gab zwei Varianten, entweder dass man weniger Mana verbraucht hat, oder dass man die andere Form wählen kann, Flammentanz endlos. Und Flammentanz endlos macht im Prinzip nichts anderes als Flammentanz. Nur die Sache ist halt die, man, wenn die 8 Schläge, also wenn die 8 Standardschläge von einem Skill vorbei sind, dann werden weitere angehängt, bis halt die Magiepunkte leer sind. Ist jetzt ein Skill, den ich wirklich nur in PvE benutzen würde. Ich finde es relativ geil, sieht ziemlich geil aus. Und werde ich dann auch entsprechend zeigen. Dann gibt es natürlich auch Flammenrose, wie nach wie vor Feuerwand. Ganze Passive sind jetzt inzwischen schon von Anfang an dabei, wie soll ich sagen, von Anfang an, also man kriegt sie auf jeden Fall. Die ganzen Wahrscheinlichkeitsgeschichten, magische Crit-Treffer und so weiter, das ist nichts komplett Unbekanntes. Ein paar neue Kombos hat sie allerdings bekommen, sie hat jetzt, kann jetzt in der Luft noch andere Feuerbälle werfen als zuvor, aber das zeige ich dann alles am besten einfach mal. Ja, unser Ozora Tsubasa, der schläft jetzt schon wieder. Haben wir noch nichts Spannendes gemacht. Und ja, eigentlich wollte ich heute mal besonders mal die auf die Elysis eingehen. In der nächsten Folge gehe ich auf Ara ein, beziehungsweise auf meine Asura. Ich habe es zurzeit mit Digibastiani so, dass ich unter der Woche immer mit ihr unsere Ara-Zwänge level. Die sind jetzt, also unsere, meines Sakadevanam und ihre Yamaraja. Die sind inzwischen auch Level 61. Und wir machen eigentlich bei jeder Level-Session ungefähr 5 Level-Ups plus zusätzlich diesen One-Up, den wir in dieser Folge mal machen werden. Den habe ich, glaube ich, mal gezeigt gehabt, aber ganz sicher bin ich nicht mehr. Nämlich das Event wird euch wahrscheinlich selbst bekannt vorkommen, wenn ihr gerade die letzten Revamps ein bisschen verfolgt habt. Man kann durch 2 Dungeon-Runs in irgendwelche Dungeons, die halt XP geben, die im Levelbereich sind von dem eigenen Charakter, kann man, ja, nach 2 Runden eine One-Up-Rolle bekommen. Womit man, ja, ein Level-Up überspringen kann, in Anführung, sozusagen. Mir fällt gerade auf, dass ich die Dungeon-Musik hier von dem Dungeon echt selten anhabe. Auch habe ich in letzter Zeit mal ein paar Streams verfolgt, die rund um Elsword so passiert sind. Vor allen Dingen von dem Slayer Shave, oder wie heißt er, auf jeden Fall Easy Shave auf Twitch. Ist ein kleiner junger, ja, wie soll ich sagen, Bengel? Weiß nicht, das hört sich schon ein bisschen frech an. Ein junger Elsword-Spieler, sagen wir es einfach mal so.
der sein offizielles PvP ebenfalls über Twitch noch streamt und bereits sehr viel Konter erhalten hat. Einerseits, weil er nur Elementmeisterin spielt im offiziellen PvP. Wir wissen ja alle, offizielles PvP ist schon richtig mies mit Charakteren wie mit Klassen wie Elementmeister. Und was war noch? Ach ja, zusätzlich dazu ist das Ganze eigentlich von unseren Spieleregeln von Elsword Deutschland verboten. Und so gab es dementsprechend noch ein paar Diskussionen und ich glaube, das wurde inzwischen sogar, also den Behörden, ich wollte schon sagen, den Behörden, also den GMs wurde schon mal gemeldet, glaube ich mal. Ist auf jeden Fall, ja, ich habe ja auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt. Die Sache ist, Elsword würde ich gerne mal so zwischendurch streamen. Die Frage ist dann nur was. Es gibt entweder nur zum Raid-Boss was oder, hier kann ich mal feuerliches Schwert zeigen. Echt cool der Angriff jetzt inzwischen. Entweder kann man den Raid-Boss zeigen, entweder zeigt man Secret Dungeons oder man zeigt PvP, aber PvP ist jetzt inzwischen verboten und Secret Dungeons, ihr braucht sie wirklich nicht 20.000 Mal von mir sehen, also genauso Perky sah es eigentlich auch recht unspektakulär, sobald man es ein, zwei Mal gesehen hat, auch keine Geschichte, die man jetzt so, sag ich mal, mehr oder weniger dauerhaft machen kann. Es könnte sogar ganz gut passieren, ich möchte es noch nicht beschwören, aber ich möchte auf jeden Fall, dass die ganzen alten Projekte, die ich zurzeit am Laufen habe, solche Geschichten wie Skyward Sword, solche Geschichten wie Radiant, Fire Emblem Radiant Dawn, Tetris 502, dass solche Geschichten so langsam aber sicher irgendwann mal von meiner To-Do-Liste verschwinden und ich vielleicht zu diesem Zweck ein bisschen von Elsword und Bladen so ein bisschen Abstand nehmen werde, vielleicht es in Zukunft nur noch eine Folge pro Woche gibt. Das muss ich noch allerdings überlegen. Der Gedanke, der Hintergrund ist eigentlich derer, dass ich dann mehr Zeit zur Verfügung habe und andererseits weniger Zeit verbrauche mit dem Schneiden von Elsword-Videos oder mit dem Reddern von Elsword-Videos und Blade & Soul-Videos. Dass ich dann direkt anfangen kann, hier die Folgen zu Zestiria, zu Xenoblade und so weiter direkt zu rendern. Das Ding ist, ich habe schon eine Weile nicht mehr Xenoblade gespielt. Auch dieses Wochenende konnte ich mich überhaupt nicht dazu bewegen, dann mal Xenoblade Let's Play zu machen. Obwohl ich eigentlich Lust hätte, aber ich war ja war nicht gut drauf oder ich hatte keine Lust oder ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall irgendwie kam ich nicht dazu, einfach zu aufzunehmen. Und ja, so kam es halt dazu, dass ich jetzt heute am Sonntag jetzt relativ kurzfristig und ein bisschen halber gestresst, mehr oder weniger, jetzt noch schnell Elsword aufnehme. Später werde ich noch Blade & Soul aufnehmen, damit das am Sonntag noch eine Folge hat. Aber wie gesagt, mein Gedanke, mit dem ich gerade spiele, ist, dass Elsword nur noch ein und Blade & Soul noch eine Woche, eine Folge pro Woche bekommt. Vielleicht... Das muss ich echt noch überlegen. Ich meine... Also, meine Sachlage ist im Moment so. Ich hab's, Tetris Hysteria ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Jetzt kommt noch der finale Dungeon. Also so ist mein Aufnahmestand zumindest. Also das, was ihr jetzt im Moment sehen könnt auf dem Kanal, ist natürlich nicht das, was ich jetzt gerade auf dem Stand habe, von meinen Aufnahmen her. Auf jeden Fall... das ging jetzt ziemlich schnell. Ja, ich bin jetzt eigentlich von der Story her so gut wie durch. Mach jetzt dann nur noch den letzten Dungeon, mach dann den finalen Boss. Und sobald der gelegt ist, noch die Nachstory, welches ungefähr nochmal 5 Stunden drauf nochmal geben wird. Wahrscheinlich wird das eine separate Rubrik oder ein separates Let's Play oder irgendwie sowas. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Wobei es eigentlich ja die Nachgeschichte von dem... von der Hauptstory ist. Also mal überlegen, wie ich es auch mache. Auf jeden Fall, das kann ich dir mal geschwind zeigen. Es gibt einerseits die Feuerbälle, die kann man so schleudern mit X in der Luft und dann Y oder Y in der Luft und dann X. Man kann dann davon viel mehr loslassen. Allerdings kullern die nur so ein bisschen herum. Die fliegen nicht kerzengerade. Sieht recht lustig aus. Die machen aber auch trotz allem sehr viel Schaden. Und funktionieren eigentlich auch wie sie sollen.
Manchmal bevorzuge ich sie gerade mit solchen Geschichten, weil es einfach, glaubt, ein bisschen mehr Damage machen als die anderen Feuerbälle. Was ich allerdings dafür seltener benutze, sind diese Lauffeuerbälle, einfach weil sie zu lange brauchen zum Ausführen und solche Geschichten. Die mache ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen seltener. Aber genau wie viele andere Elysises und Aras mache ich gerade, tue ich meine Aras und Elysises gerade richtig pushen. Beziehungsweise meine eine Elysis und meine beiden Aras. Dass die möglichst Level 80 sind, bis das Remake vorbei ist und wir uns dann auf meinen Mastermind und dass ich mich auf meinen Mastermind konzentrieren kann. Und dann natürlich auf Fusiel mit Tim zusammen. Und ja, wird auch ganz schön geschäftig werden. Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich die Charaktere, die die ersten Revamps bekommen haben, also Elsor, Draenor und Raven zum Beispiel und Aisha, die komischerweise nicht durchgezogen bis Level 80. Aber die letzten Revamps, die ziehe ich volle Kanne durch. Auch mit Eve und Chang habe ich das durchgezogen, dass beide Level 80 geworden sind. Ja, die Frage ist nur, was mache ich danach? Wahrscheinlich viel Secret Dungeons. Nur werde ich dann wahrscheinlich ganze Zeit Secret Dungeons zeigen. Ist auch blöd für Elsort, wie gesagt. Also eine Menge Sachen, wo ich mir gerade Gedanken drüber mache. Ansonsten, wie gesagt, Tales of Cestiria ist so gut wie abgeschlossen. Freue ich mich auch darüber, weil das auch ein sehr langes Let's Play ist. Es hat über 100 Folgen und macht dem Elysis Let's Play, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, wie viele Folgen das inzwischen hat, macht es echt dem Konkurrenz inzwischen. Ansonsten würde ich mich dann kopfüber in Skyward Sword stützen, weil ich jetzt auch von den Leuten so ein bisschen erfahren habe, die wollen gerne, dass ich ein bisschen Skyward Sword weitermache. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, weil die Leute teilweise in den Dungeons, wo ich jetzt unterwegs bin, dass die da festhängen und nicht weiter wissen, wie es weitergeht. Und die dann ein bisschen Tipps brauchen und in dem Sinne können sie dann bei mir reinschauen und dann wissen sie gleich, oh, die an die Ecke habe ich jetzt nicht gedacht. Und ja, Skyward Sword ist eigentlich auch zu 90% fertig und das ist auch ein Let's Play, das ich eigentlich relativ schnell, relativ leicht abschließen kann. Allerdings habe ich jetzt zu viele Projekte auf einmal am Laufen. Wobei wir wieder schon beim Thema werden, was ich vor 2 Wochen, glaube ich, hatte. Nämlich, dass ich wieder ein bisschen reduzieren will. Und das ist ja das, was ich gerade merke, jetzt mit dem Revamp und alles. Wir werden jetzt irgendwann die Situation haben, dass meine ganzen Let's Play-Charaktere, also meine Aras, meine Elysis, meine Mastermind, wen habe ich noch? Ich überlege gerade. Meine Lucials, genau. Dass die irgendwann Level 80 sind und das Let's Play in meinem Sinne eigentlich abgeschlossen ist. Und zumindest habe ich mir die Grenze gesetzt, dass sobald das Level Cap erreicht wurde, das Let's Play zumindest bis zum nächsten Level Cap auf jeden Fall schon mal abgeschlossen ist. Und dann gäbe es rein theoretisch keine Erzählung mehr. Und das ist jetzt halt ein bisschen, wird jetzt halt ein bisschen gepusht wegen dem ganzen Revamp und so. Beziehungsweise, was ich dann höchstens mal machen würde, wären dann solche Geschichten wie Events. Wenn dann irgendwann ein interessanter Dungeon kommt oder ein interessantes Event, dass ich dazu auf jeden Fall noch was mache. Aber wie gesagt, viele Optionen gibt es da nicht mehr. Ich könnte die ganze Zeit PvP zeigen, ich könnte auch die ganze Zeit alles mögliche andere zeigen, aber es ist nichts, was komplett unbekannt wäre, so in dem Sinne, ne? Mich würde es eigentlich auch reizen, ganz ehrlich, mal auf offizielles PvP machen, mit Stream, mit euren Kommentaren zusammen, mit euren Eindrücken. Aber das Ding ist leider, dass das Ganze leider verboten ist auf unserem deutschen Server. Und ich kann auch verstehen warum, weil das wurde schon öfters durchgekaut. Das Ganze, der ganze Spaß nennt sich Griefplay. Wie man auf den Namen kommt, weiß ich jetzt auch noch nicht ganz. Dabei geht es vor allen Dingen darum, dass man absichtlich Lags und Datenabbrüche verursacht, indem man halt eben sowas wie Streaming betreibt oder irgendwelche Art von zum Beispiel durch absichtliches Herunterladen von etlichen Dateien gleichzeitig und man dadurch seine Leitung abschwächt und das aktiv. Das ist Griefplay und das wurde von offizieller Seite aus verboten für den offiziellen PvP, für, ja, sag ich mal, für ja, hauptsächlich für den PvP-Bereich. Und ja, wie gesagt, da fällt das leider flach. Dann ist halt die Frage, was kann man denn sonst zeigen so über Elsort, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Elsort relativ langsam ist, was Endcontent betrifft. So habe ich eigentlich immer die gleichen Dungeons zum zeigen und ja. Ich mache mir dann noch darüber noch auf jeden Fall Gedanken.
Bei Blade & Soul ist erstmal kein Ende in Sicht. Ich habe jetzt mit meinem Hauptcharakter, der ist inzwischen Level 38, bin ich eigentlich schon richtig gut, kommt schon langsam gegen Richtung Ende. Aber wenn ich überlege, wie viel Spielzeit ich jetzt bei Blade & Soul bei meinem Hauptcharakter investiert habe, und das sind bestimmt mehr als 30 Stunden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Let's Play ganz schön lange dauern wird. Von dem her, von der Ecke wird es noch genug geben, aber jetzt wird es so ein bisschen knapp werden, glaube ich. Und ja, wie gesagt, ich möchte die ganzen Let's Plays langsam aber sicher mal alle abfrühstücken. Das sind vor allen Dingen Skyward Sword und das sind vor allen Dingen Tales of Systeria. Und sobald die in, auf gut Deutsch endlich vom Tisch sind, endlich von meiner To-Do-Liste, dann kann es auch an andere Projekte gehen. Vor allen Dingen schwitze ich ein bisschen, was Zeitmangel betrifft, weil jetzt auch im März, ich glaube, das wird sogar zu dem Zeitpunkt, wo das Video kommt, glaube ich, an dem Freitag erscheinen, nämlich Twilight Princess HD. Das Spiel hätte ich gerne geletzplayt, aber ich habe keine Zeit. Dann erscheint am April noch Star Fox Zero. Das will ich unbedingt let's playen. Ich hoffe, ich schaffe es, mir die Zeit so einzuteilen, dass ich das relativ zeitnah zum Release-Date ebenfalls machen kann. Dazu kommen noch Sachen wie Spiele, die jetzt zurzeit erscheinen auf dem 3DS, die mich alle interessieren. Bravely Second, Project Cross Zone 2. Wobei ich bei Project Cross Zone 2 inzwischen recht gut vorwärts komme. Vor allen Dingen kommen die Stunden dabei zusammen, dass ich dass mir vor dem Beginn der Schule, also ich fahre relativ früh los zur Schule, auch gerade deshalb, damit ich mal Gelegenheit habe, das zu zocken, einfach einen Kaffee noch daneben und dann zocke ich einfach Project Cross Zone vor der Schule. Und ja, dadurch sind eigentlich einige Spielstunden schon zusammengekommen. Ich meine, ich weiß gar nicht, welches Kapitel ich überhaupt bin bei Project Cross Zone. Auch bei der Handlung bin ich nicht tausendprozentig dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das Ding ist ja, das Spiel ist eh mehr ein Fanservice orientiert. Es geht weniger um die Handlung als darum, um zu zeigen, hey Leute, diese Charaktere, wir kennen sie noch, sie sind voll geil und wir wollen zeigen, dass wir sie auch geil finden, so ungefähr. Ah ja, was ich auch erzählen kann, apropos Project Cross Zone, da ist ja auch Strider ein Charakter davon, Strider Hero. Und da habe ich jetzt die letzten Stunden, ehrlich gesagt, also bevor ich angefangen habe zu aufzunehmen, ne, von wegen kurzfristiges Aufnehmen und so weiter. Aber das Spiel hat mich echt gefesselt nach so einer Stunde Spielen. Da gibt es ja den Strider auf Steam als PC-Version. Die Neuauflage, das Reboot vom Genre. Und das habe ich mir reingezogen. Hat ungefähr 4 Stunden Spielzeit und kann man relativ gut ein gutes Let's Play draus machen. Und habe mir schon die ersten Kniffe da ein bisschen davon gelernt und ein bisschen schon mitgenommen aus der Spielzeit. Und auch was ich in letzter Zeit mal hatte, war mit Wayne Belmont und den anderen Freunden mal wieder 100% Orange Juice gespielt. Und dabei sind dann Ideen entstanden, wie zum Beispiel zum Spiel Berserkers, ebenfalls auf Steam. War früher im Early Access, ist ein Spiel, wo es darum geht, ein Schaf durch ein Tor zu schmeißen und Punkte für sein eigenes Team zu sichern. Relativ lustig und natürlich geht es dabei um Bier. Also Bier als Heilungsmittel, Bier als Power-Up, Bier als irgendwas, ne? Und das ist cool und das würde ich gerne mal mit den Jungs machen. Ansonsten habe ich auch mich mit Neon Laser Cat besprochen, der auch bei Miss Randy Bad immer dabei ist, bei Mario Kart 8 und Super Smash Bros. Der hat mir vorgeschlagen, dass man mal sich zwischendurch mal treffen könnte, wenn er Zeit hat, wenn ich Zeit habe, am Wochenende eine Art, ja, einfach mal ein Retro-Spiel anzuzocken. Und da zeige ich euch mal kurz die Schriftrolle der Weisen. Damit kriegt er ein Instant-Level-Up. Bam! Und im Level 73. Und so kann man eigentlich jeden Tag relativ gechillt leveln. Ansonsten zurück zum Thema. Ich habe auf jeden Fall vor, dann mit ihm demnächst mal ein Spiel anzugehen. Ich weiß noch nicht welches. Ich glaube, er weiß selber noch nicht welches. Wir müssen selber mal gucken, wann wir Zeit haben. Das sind dann aber immer so Spiele, die man in einer Folge abhandeln kann. Also das sind jetzt keine größeren Spiele wie Super Mario 64, wie jetzt The Legend of Zelda, der erste Teil oder wie sowas. Also nichts, was mehr als eine Stunde frisst, so in dem Sinne.
da machen wir noch gerade uns ein bisschen Gedanken drüber, welche Spiele denn da in Frage kämen. Und ja, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ansonsten, das wird es jetzt erstmal zu diesem Teil. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Am Samstag, ja? Ja, am Samstag. Mit meiner Asura. Und da werde ich wahrscheinlich, überlege ich gerade mal, über die Spiele reden, die so in diesem Jahr kommen und ich unbedingt Let's Play will, ja? Könnte ich zum Beispiel machen, ja? Machen wir mal. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und euch noch eine schöne Woche. Und ja, haltet euch und so, ne? Arbeit ist zwar anstrengend, aber wir werden das schon schaukeln, ne? Muss. Jede Woche muss. Also gut, dann schöne Woche schon mal und bis Samstag. Ciao, ciao.